An den Finanzmärkten geschehen immer wieder mal Wunder, so auch heute, denn wir sehen, dass der Dollar plötzlich mal wieder stärker wird, nachdem er Tage, Wochen, ja fast gefühlte Monate lang eigentlich abverkauft wurde. Wir sehen, dass die Tech-Werte heute nicht mehr steigen, nachdem sie gefühlt Tage, Monate, Jahrhunderte gestiegen sind. Wir sehen, dass Gold und Silber heute ein bisschen unter Druck sind, nachdem sie gefühlt Jahrtausende gestiegen sind. Also es ist so eine kleine Umkehrung heute. Noch nicht wahnsinnig viel passiert, die Trends nicht in Frage gestellt. Aber erstaunlich ist, dass die US-Arbeitsmarktdaten keine Euphorie an den Aktienmärkten hervorgerufen haben. Denn die waren eigentlich in der Headline-Zahl besser. Und da hätte man ja denken können, ho, jetzt denken die Amerikaner, das Paradies ist gleich ganz nahe, aber ein Blick in die Details zeigt, dass der Teufel eben doch im Detail steckt. Und diesen Blick will ich in diesem Video mal machen und einen kleinen Rundumschlag um das tun, was an den Märkten derzeit los ist. Starten wir zunächst mal mit der Frage, warum diese US-Arbeitsmarktdaten so toll nicht waren. Der erste Grund ist dafür, dass die sogenannten Seasonal Adjustments, also diese saisonalen Anpassungen, die irgendwie so ein bisschen merkwürdig sind. Mein kleines Spatzenhirn hat noch nie ganz begriffen, worum es sich da eigentlich handeln soll, außer ein bisschen an der Schraube zu drehen. Die haben schon 1,1 Millionen dieser 1,7 Millionen Jobs ausgemacht, bleiben also 600.000 übrig, wenn man so will. Von diesen 600.000 sind 300.000 Regierungsjobs. Und auch die Arbeitslosenquote war niedriger als erwartet, aber das lag daran, dass 5 Millionen Amerikaner praktisch die Suche aufgegeben haben. Und das sind also jetzt sozusagen an der Oberfläche schicke Zahlen, aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist das weniger gut. Der Haupttreiber, warum die Daten besser waren als erwartet, waren auch die sogenannten Temporary Layoffs, also die vorübergehenden Entlassungen, die sind deutlich zurückgegangen. Das heißt, die Firmen haben vorübergehend Entlassene wieder eingestellt. Wir sehen, und das ist interessant hier, dass eben diese Zahl der vorübergehend Entlassenen deutlich gesunken ist, aber gleichzeitig die Zahl stagniert derjenigen, die permanent arbeitslos sind. Das ist sozusagen die Folgewirkung, die wir hier sehen, dass da eine große Anzahl von Menschen nicht mehr in den Job zurückfindet. Und insgesamt sehen wir jetzt, dass erst 43% der Jobs wieder da sind, die vorher verloren gegangen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ja dann in den USA diese Coronavirus-Welle vor allem im Süden der USA viele Jobs gekostet hat. Und wenn wir uns mal anschauen, insgesamt jetzt sind gut 21 Millionen Jobs ja verloren gegangen. 9 Millionen sind wieder zurückgekommen. Aber es ist so, und das sieht man hier in der Challenger-Umfrage, dass weitere Entlassungen offenkundig vor der Tür stehen. Da geht die Grafik deutlich wieder nach oben. Und wenn wir uns die Daten mal anschauen, die heutigen Arbeitsmarktdaten, und gucken, in welchen Branchen sind eigentlich die Jobs aufgebohrt worden, dann sehen wir vor allem im Gastrobereich, Bars, Restaurants, all diese Geschichten, die jetzt teilweise schon wieder geschlossen haben, weil die Situation in den USA so ein bisschen schwierig ist. Government an zweiter Stelle, also die Regierung, Real Estate, Real Trade, Einzelhandels, der Einzelhandelsbereich, das sind die großen Jobkreatoren in diesem Monat gewesen. Aber wie gesagt, da dürften viele wieder hintereinander runterfallen. Und die Wall Street hat zunächst mal positiv auf diese Daten reagiert. Aber dann ist so ein bisschen die Luft doch raus gewesen. Man hat hier nicht Anschlussgewinne verzeichnen können. Vielleicht kein Wunder, wenn wir uns mal anschauen, wie die Bewertungssituation derzeit ist. Wir sind jetzt aktuell bei 176% des BIPs, dass die Aktienmärkte der USA auf die Waage bringen. An Marktkapitalisierung absolutes Rekordhoch hat es noch nie gegeben. Also wir sind jetzt nicht ganz billig und vor allem die Tech-Werte sind nicht ganz billig. Die sind ja seit Jahresbeginn um gute 20% gestiegen. Ohne diese Tech-Werte wären wir fast 4% im Minus nach wie vor beim S&P 500. Mit den Tech-Werten in der Summe, mit den schwächeren Aktien, nämlich die 495, denen es nicht so gut geht, und den 5, denen es gut geht, da sehen wir, dass der S&P dann doch insgesamt nur 2,15% im Plus ist. Aber gleichwohl sind wir noch in Sichtweite des Allzeithochs. Fällt das noch? Kommt das noch? Oder ist die Luft irgendwann raus? Wir werden sehen. Ein Treiber dieser Rallye, ein maßgeblicher Treiber, war ja
Apple. Ich hatte heute ein Video dazu gemacht mit der Frage, ist die Bewertung von Apple eigentlich okay? Ist das angemessen? Und natürlich ist das ein sehr gutes Unternehmen, aber alleine 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung sind in den letzten 10 Handelstagen dazugekommen. Und das abgeglichen mit einem Jahresumsatz 2019 von 260 Milliarden Dollar. Das heißt, das ist in 10 Handelstagen mal eben das 1,5-fache eines Jahresumsatzes hinzugekommen bei Apple. Das nur, weil die Zahlen, naja, besser waren als befürchtet, aber eben jetzt auch sozusagen keine Aufwärtstendenz gegeben haben oder gezeigt haben. Wir sehen, dass wir jetzt fast 45% über dem 200-Tages-Durchschnitt sind bei der Apple-Aktie. Das gab es einmal im Jahr 2011, aber seitdem nie wieder. Also da ist so ein bisschen die Geschichte im Anschlag und seltsamerweise gibt es heute so leichte Gewinnmitnahmen bei Apple. Alles noch nicht dramatisch, aber mal gucken. Wir haben jetzt insgesamt ja eine Zeit, die normalerweise ungünstig ist in Wahljahren, nämlich diese 3 Monate vor einer US-Präsidentschaftswahl. Und da sehen wir, dass die durchschnittliche Performance über minus 4% liegt in diesem Zeitraum, während in Nicht-Wahljahren die Performance deutlich positiv ist, nämlich so bei 2,7%. Also da könnte noch ein bisschen Unsicherheit reinkommen. Unsicherheit ist auch so ein bisschen jetzt in diesen Verhandlungen zwischen den US-Demokraten und den Republikanern. Hier sehen wir mal die Vorstellungen der beiden Parteien, wie weit sie auseinanderliegen. Man sieht vor allem, dass die Demokraten, die wollen sehr, sehr viel für die Staaten, für die Bundesstaaten ausgeben. Alles viel größer als bei den Republikanern. Insgesamt ja 3,4 Billionen Dollar wollen die ausgeben. Die Republikaner nur 1,1 Billionen. Jetzt scheinen die Gespräche zunächst gescheitert gewesen zu sein. Jetzt hat man wieder gesagt, naja, wir wollen schon weiterreden. Also es ist und bleibt ein ziemliches Hickhack. Die Aktienmärkte haben das längst eingepreist, dass das kommt, sonst wäre es ein Problem. Und Donald Trump will das unterbinden, dass das ein Problem wird, indem er gesagt hat, also ich werde dann so oder so eine Exekutivorder machen, womit er vielleicht zunächst mal die Lohnsteuer aussetzen kann, aber nicht so wahnsinnig viel mehr. Also das wäre kein Ersatz jetzt für diesen nächsten Stimulus, sondern es wäre eine Erleichterung, aber eben nicht eine Ersetzung vor allem dieser Schecks, die die Amerikaner bekommen haben, in Höhe von 600 Dollar. Wie stark die Weltwirtschaft, und das ist die letzte Grafik, die ich Ihnen hier von dem Wochenende zumute, die Weltwirtschaft oder die einzelnen Länder unter der Corona-Krise gelitten haben. Das sieht man hier in dieser Grafik, Italien etwa, ist jetzt wieder, was die Wirtschaftsleistung betrifft, auf dem Stand von 1993. In Deutschland ist zurückgefallen auf das Jahr 2010, wenn man so will. Also auch Griechenland, Portugal, Spanien, das sind die am stärksten betroffenen Länder, die von dieser Corona-Krise hier betroffen sind. Und dementsprechend wird es noch lange Zeit brauchen, bis man das irgendwie wieder aufgeholt hat. Aber schauen wir mal in die Charts, meine Damen und Herren, von Capital.com und gucken hier mal den Nasdaq 100 an, alles auf Stundenbasis. Hier sehen wir jetzt leichte Schwäche, alles nicht dramatisch, aber wir haben hier möglicherweise so eine kleine Top-Formation im kurzen Zeitfenster immerhin gebildet. Wie gesagt, Apple und die Tech High Flyer, die wollen jetzt nicht mehr so richtig. Schauen wir uns den DAX an, der heute ein bisschen solider aufgestellt ist und der durchaus sportlich ist, auch wenn wir nach wie vor in dieser Seitwärtszone gefangen sind. Hier 12.660, wir sehen Gold, das ziemliche volatil war heute, neues Allzeithoch heute Nacht, dann aber jetzt doch unter Druck ist, 2027. Ja, und wir haben dann vor allem auch noch den Euro-Dollar. Da sehen wir auch, dass der Dollar stärker geworden ist, 1,1779. Also der Euro wieder raus aus der Nummer und abschließend noch einen Fahnenstangenchart, der auch ein bisschen nach unten knickt, wenngleich nicht dramatisch. Das ist Silber bei 27,87 $. Also die Arbeitsmarktdaten, die waren gut, die waren okay, aber ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass sie so toll dann doch wiederum nicht waren, weswegen die Euphorie an der Wall Street sich deutlich in Grenzen hält. Wir sehen jetzt so ein bisschen eine Gegenbewegung gegen die vorherrschenden Trends, die Edelmetalle fallen, der Dollar wird stärker, die Tech-Aktien steigen nicht. Ist das sozusagen ein Trendbruch oder ist das nur ein kurzes Ausschnaufen, ein kurzes Intermezzo? Das wird sich zeigen, meine Damen und Herren. Und jetzt Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich sage Ihnen Servus und Ciao.